und dann erlaubt er sich im absoluten Spitzenspiel so ein Ding. Und Halke aus einem Winkel, aus dem man normalerweise nicht abzieht. Kein Druck von Schmiedemann auf Halke und natürlich geht dieses Ding auf Jakubow. Ist das bitter? Gibt sein Comeback nach Erkrankung, sein erster Einsatz seit dem 8. März.